Wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Vlog, beziehungsweise ich glaube, dieses Video wird so ein bisschen entspannter mal. Ich habe mich jetzt hier unten, ich sitze hier einmal viel zu selten. Ich habe mir hier so ein Sofa mal hingestellt, hier stand ja vorher die Sauna und irgendwie nutze ich die Ecke eigentlich immer nur im Winter zum Lesen. Ich hoffe, es geht euch gut und ich freue mich, dass ihr heute wieder mit dabei seid. Entschuldigt bitte, wie ich aussehe. Ich habe gerade gedreht. Make-up ist zwar on point, aber dafür habe ich Tomatensauce auf dem T-Shirt. Aber nun gut. Ich dachte mir, wir reden einfach mal so ein bisschen und machen mal so ein kleines Laber-Video und ich gebe euch mal so ein kleines Update, was die letzten Tage so los war. Also ich bin ehrlich, gestern war Dienstag. Ich bin aufgestanden und es ging los und ich dachte mir, gestern wollte mich hatte die ganze Welt sich gegen mich verschworen. Und das hat mich schon gestern wirklich fertig gemacht. Das hat sich aber im Laufe des Tages alles geklärt. Und ich dachte mir, wir reden einfach mal drüber. Weil das, ich glaube, das wird oft so ein bisschen übersehen, würde ich mal sagen. Seht ihr mich eigentlich richtig? Ich glaube, so ist es besser. Das wird immer so ein bisschen übersehen und ich verliere mich da auch ganz oft in meinen eigenen Gedanken. Ihr kennt es ja, wenn meine Kollektion rauskommt, dann bin ich immer ganz aufgeregt und ich habe ganz viel Fokus da mit raufgesetzt. Und ich vergesse so oft, wie lange ich schon dabei bin und ich dann auf neue Leute treffe, die mich vielleicht aber nicht kennen oder nicht wissen, was ich vorher gemacht habe. Und gestern gab es ein ganz tolles Learning, was ich gerne mit euch teilen würde. Ich habe zufälligerweise ein Video gesehen von einer Creatorin, die mich missverstanden hat in einer Aussage, die ich getätigt hat und auch rückblickend für mich total eindeutig und es tat mir auch total leid, dass sie das falsch verstanden hat, aber sie hatte recht und sie hat ein Video gemacht, sie hat die Sachen getestet und sie hat dann Feedback zugegeben und hat das auch am Ende des Videos aufgeklärt, dass das für sie doch funktioniert hat, die Produkte. Ich habe ihr dann geschrieben und habe diese Aussage nochmal erklärt und wir haben auch privat nochmal ganz viel geschrieben und hatten einen so, so netten Austausch. Ich habe mich entschuldigt, dass ich mich falsch ausgedrückt habe. Sie hat sich dafür entschuldigt, dass sie das falsch verstanden hat und falsch aufgegriffen hat und dann ein Video dazu gemacht hat. Und das Problem, was dann passiert ist, war gar nicht das, sondern das waren die Kommentare unter dem Video. Wenn Leute, die gar nicht wissen, was so los ist, ne, oder die gar nicht so den Einblick haben in die Situation, dann einfach raufhauen, ohne den Kontext zu verstehen oder auch irgendwie gar nicht das bis zu Ende gehört haben. Und wir hatten einen so, so wichtigen Austausch, der für Inklusivität auch in der Drogerie steht und der sehr, meiner Meinung nach, sehr, sehr wichtig und hilfreich auch für mich war in der Konzeption von Produkten. Und das fand ich ganz, ganz toll und das wollte ich gerne teilen. Ich bin sehr, sehr fleißig heute gewesen, weil ich habe es ehrlich gesagt schon so ein bisschen verpasst, dass der August ist auch schon wieder fast vorbei. Was soll denn das? Die Zeit rennt so, so sehr. Ich habe heute schon Videos vorgedreht für den September, wo ich ja viel unterwegs bin. Übrigens, achso, das will ich nochmal ganz kurz sagen. Vielleicht habt ihr es in den letzten Videos gesehen. Wir sind als Community nominiert worden für den Bunte Beauty Award. Und das können wir gewinnen, aber man muss dafür abstimmen. Und ich glaube, wir haben ja nicht so eine große Community, aber vielleicht, wenn jeder von euch sich die Zeit nehmen könnte, das einfach einmal für uns abzustimmen als Community, das wäre natürlich ganz, ganz toll, weil, also meine Mama kommt mit, ne? Und das wäre natürlich eine ganz tolle Sache, wenn wir gewinnen und meine Mama das sieht, wie wir als Community gewinnen. Und da würde ich mich sehr darüber freuen. Ich schreibe euch das mal unten in die Infobox. Heute, es ist jetzt auch noch recht früh, habe jetzt die 2 Videos gedreht, muss ich jetzt noch fertig schneiden, muss ich dringend einkaufen gehen. Ich habe es immer noch nicht geschafft, Golf spielen zu gehen. Und das macht mich, es wird ein Laber-Vlog heute, ich sehe schon. Also, das ist im Moment, für mich ist es so schwierig, weil ich ganz, ganz dringend diesen Ausgleich brauche und ich sehe den Berg, der zum Ende des Jahres auf mich rollt und ich werde immer kleiner und kleiner und kleiner und dann klatscht es zusammen und ich brauche unbedingt diesen Ausgleich. Vielleicht schaffe ich es morgen zum Golfen zu gehen. Ich möchte unbedingt da. Ich habe es nicht mehr geschafft, das Golfkart aus dem Auto zu nehmen. Und ich habe das seit fast 2 Wochen im Auto. Und das mag ich immer nicht. Ich mag es nicht, dass ich so. Also ich bin keine faule Maus. Aber ich bin so eine Maus. Ich priorisiere und ich wechsle die Prioritäten ganz oft. Ne? Für mich hat das halt jetzt keine Priorität, nochmal zum Auto zu gehen und dieses Golfkart mit rauszunehmen. Sondern ich bin halt einkaufen gegangen und habe die Einkäufe mit reingenommen. Da hatte ich keine Hände frei für das Golfkart. Ich lasse es jetzt auch einfach drin. Vielleicht habe ich dann noch mehr die Motivation, golfen zu gehen. Ich will doch ohne so ein paar Bälle schlagen. Okay,
ich mache mich jetzt mal fertig, ich ziehe mich jetzt mal an. Es kann nicht sein, dass ich hier um 9 Uhr noch mit einem gammligen T-Shirt sitze. Neuer Tag, neues Glück, einen wunderschönen guten Morgen von einer richtig gut gelaunten Maus, Maxim. Ich bin hier gerade mal schnell ins Studio gegangen und gestern Abend war so eine Situation, ich war fertig mit meiner Arbeit, saß auf dem Sofa und dachte mir, ich brauche Veränderung. Und ich brauchte diese Veränderung. Und ich habe lange überlegt, woran es liegen kann, dass ich vielleicht so, nicht unmotiviert, aber vielleicht so ein bisschen ideenlos bin. Und ich habe mir gedacht, wir brauchen eine Veränderung im Studio. Ich zeige euch mal kurz den aktuellen Zwischenstand, wie katastrophal es hinter dieser Wand aussieht. Ich habe gestern einige Dinge gemacht. Ich habe einen neuen Tisch bestellt. Ich habe neue Gadgets bestellt fürs Licht. Ich habe ganz viele neue Aufbewahrungsdinger geholt, weil so wie das Studio ist, ist es schon immer. Also klar, es kam eine neue Lampe oder so dazu. Aber so diese Schränke und der Tisch, das ist, mit dem Tisch habe ich angefangen in meiner ersten eigenen Wohnung dann. Und das geht so nicht mehr. Da müssen wir jetzt dringend was tun und das tun wir jetzt. Ich zeige euch jetzt einmal gleich kurz den Stall, wie er aussieht. Es hat sich wirklich hier nicht so viel getan. Ich hatte irgendwann mal das Hintergrundsystem abmontiert, weil mich diese einfarbige Wand so ein bisschen gestört hat. Aber wir sind jetzt hier seit zwei Jahren in diesem Haus und ich habe nie wirklich irgendwie Zeit in dieses Studio investiert und habe einfach direkt angefangen zu arbeiten, als wir hier eingezogen sind. Wir hatten ja nicht so eine Übergangsphase, sondern ich habe direkt weitergemacht mit dem Drehen. Und mittlerweile ist es einfach unordentlich und ich bin hier total ungern in dem Studio drin und bin immer froh, wenn ich hier wieder raus bin. Ich glaube, wenn man so einen coolen Job hat wie ich, dann will man ihn noch so cool behalten irgendwie und dann muss ich irgendwas tun, dass der Job irgendwie so toll bleibt. Ich zeige euch jetzt mal kurz, wie es hier aussieht, wenn man hier reinkommt. Also, man kommt hier um die Ecke, hier ist ein kleiner Spiegel und dann geht es hier einmal rum. Diese eine Wand, die hier ist, die soll eigentlich weg, aber das kriegen wir jetzt nicht so schnell hin. So, und dann haben wir hier das Studio. Ich habe jetzt extra auch mal nicht aufgeräumt, dass ihr auch mal seht, wie kramig das aussieht. Ne? Wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 verschiedene Stative. Und das sieht ja auch auf dem Boden immer super unordentlich aus. Ne? Deswegen muss ich mal probieren, dass ich die irgendwie zusammenwickel. Und dieser Tisch ist auch einfach viel zu klein. Der hat hier hinten keine Rückwand. Das sieht immer unordentlich aus. Der ist ja auch schon kaputt. Ich meine, da liegt ja schon das Brett, ne? Dann gehen wir mal kurz rum. Hier steht der Computer. Das ist das Neueste, was ich hier in diesem Studio habe. Und dann sitze ich hier auf diesem kleinen Stuhl. So, erstmal ist es hier alles super, super unordentlich. Die Schubladen, die quillen über. Es ist keine Struktur mehr drin. Es ist auch alles schmutzig. Vor allen Dingen der dieses Drehding hier. Das ist auch schon so old. Das ist bestimmt schon 6 Jahre alt. So sieht es auch aus, das ist aber ganz praktisch, deswegen habe ich mir davon nochmal ein neues bestellt, einfach weil ich das auch nicht mehr sauber kriege. Das Ding, uralt und das ist einfach nicht so schön. Ne? Also man sieht es, ich habe ja nicht wirklich viel Arbeitsfläche hier, sondern wenig Platz. Und dann ist das größte Problem, was hier drin ist, ist die Tiefe. Ne? Also du brauchst ja, um mit so einer Spiegelreflexkamera zu arbeiten, brauchst du Tiefenunschärfe und Tiefeneffekte. Und das ist hier recht schwierig. Hier ist eine Wand, hier ist die nächste Wand und hier ist auch schon wieder die Wand dahinter. Und der Tisch ist einfach zu klein. Ich habe hier zu wenig Platz, um ihn irgendwie ordentlich zu halten. Der Boden sieht furchtbar aus, überall diese Lampen. Ich muss mal gucken, das muss ich aber mit Danny besprechen. Es gibt so Halterungen für diese Leuchten, dass ich die vielleicht von der Decke runterlassen kann, dass diese ganzen Stative hier mal weg sind. Ich habe einen neuen Tisch gekauft. Ich weiß nicht, ob der in diesem Vlog noch kommt. Ich vermute nicht. Ich denke eher nächste Woche. Aber das gibt mir gerade so ein bisschen Motivation. Vielleicht ist es dann im nächsten Vlog schon soweit, dass wir das Studio hier einfach umgestalten. Ich habe auch schon überlegt, ob ich die Wand vielleicht streichen sollte. Mich nervt das meist persönlich, aber mit dem Weiß kann ich natürlich einfach die meisten Dinge machen. Ich habe ja hier hinten das Licht nochmal. Oh, das habe ich ja meistens an, um noch mehr Tiefe zu haben. Und dann kann ich die Farbe ja ändern. Ne? Das ist auch okay. Die meisten Brands, mit denen ich zusammenarbeite, die wollen ja auch
eigentlich keine bunten Hintergründe, sie wollen einfach schlichte Hintergründe. Das ist dann auch völlig in Ordnung. Deswegen glaube ich, wird es dabei bleiben. Aber um einfach so eine Grundordnung hier mit reinzukriegen, ich mache mich jetzt gerade auch mal so ein bisschen fertig, denn ich habe gestern im Golfclub angerufen und habe gefragt, ob ich einfach vorbeikommen kann. Und sie haben gesagt, kommen Sie einfach vorbei, wir freuen uns. Und das möchte ich heute machen. Vorher wollte ich euch aber hier einmal so ein kleines Studio-Update geben. Hier sind halt so viele Sachen drin, die einfach schon old und abgenutzt sind. Genauso wie das hier, dieser Schrank, den zeige ich euch nochmal schnell. Dieses Ding ist locker schon 20 Jahre alt. Das ist noch von meiner Mutter aus ihrem alten Büro. Ich glaube sogar noch aus Bayern. So, hier sind Pinsel und Schwämme mit drin. Das brauche ich alles nicht. Also, ich sammle das halt hier, aber wozu brauche ich 27 Schwämme? Wofür? Hier, Pinsel. Warum liegt hier Make-up drin? Paletten. Ich habe einen Schrank für Paletten. Also dieses Ding hat eigentlich, außer dass es diese zwei Pinselschubladen hat, keine wirkliche sinnvolle Funktion mehr. Deswegen kann auch dieser weg. Aber ich brauche ja trotzdem Schubladen. Ich habe ja hier meine Skincare-Schublade. Ich habe hier so diese Daily-Produkte drin, die ich eigentlich jeden Tag und auch für die Videos immer benutze. Aber ich habe mir jetzt einen Schreibtisch geholt, der wirklich von der Wand bis hierhin geht. Ich brauche ja hier nicht viel Platz, um durchzulaufen. Ne? Das reicht ja völlig aus. Aber dann habe ich einfach einen großen, großen Platz, ohne diese verschiedenen Höhenunterschiede. Ich habe dieses ganze Zeugs, was hier so rumsteht, das muss hier ja alles gar nicht stehen. Aber ich weiß halt auch nicht, wo ich es hinpacken soll. Hätte ich jetzt hier Schubladen, könnte ich das alles ordentlich in Schubladen packen. Und da freue ich mich wirklich, wirklich sehr drüber. Weil ich weiß es zwar selber, aber irgendwie denkt man da ja trotzdem immer nicht dran. Ein Arbeitsplatz muss ordentlich sein. Und ich verbringe hier wirklich sehr, sehr viel Zeit drin. Und ich verbringe hier aber nicht mehr gerne Zeit drin. Und ich glaube, es wird Zeit, dass wir das ändern. Warum es so ist, aber dieses Golfen ist ja auch absolut meine Ästhetik, ne? Bullo-Shirt, eine helle Hose, hupala, falsche Richtung, helle Hose, die Schuhe müssen wir noch einmal austauschen, aber ich bin natürlich gut vorbereitet, ne? Nicht nur, dass ich das äußerst schwierige Golfkart im Auto habe, das zeige ich euch gleich, aber ich habe natürlich auch ein paar Golfschuhe. Ich muss dazu sagen, es ist bestimmt schon, oh Gott, ich bin 28, 29, ja, sagen wir mal, es ist locker schon 6 Jahre her, dass ich die anhatte. Da sind sie. Die sind wirklich echt schon ziemlich mitgenommen. Ich gucke mal, ob ich die irgendwie noch ankriege. Die sind von Bogner. Also ich werde jetzt definitiv erstmal einmal schnell sauber machen. Ich weiß nicht mal mehr, ob die, wie die saßen, ob die bequem waren, ob man damit Auto fahren kann oder so. Ich probiere sie mal an. Ich habe mich angezogen, aber ich weiß gar nicht, warum ich so aufgeregt bin. Ich glaube, es liegt daran, dass ich selten Dinge alleine mache und vor allem neue Dinge alleine mache. Und ich habe mir, müsst ihr euch mal vorstellen, wie lange es gedauert hat. 8 Monate ist es jetzt her, dass ich darüber das erste Mal gesprochen habe, dass ich Dinge machen möchte, die mir Spaß machen und wo ich lerne, eigenständig auch Sachen machen zu können, ohne Angst zu haben. Und ich glaube, es gibt wenig sicherere Plätze für mich als ein Golfplatz. Muss ich mal vorstellen. Ich weiß gar nicht, warum. Ist das so ein... Ich finde, Golf hat so einen ganz doofen gesellschaftlichen Beigeschmack. Ich finde, das ist eine ganz, ganz tolle Sportart, die sehr viel Spaß machen kann. Ich muss erst mal überlegen, wie das Ganze funktioniert. Deswegen habe ich große Hoffnung, dass es noch nicht so voll ist. Es ist noch nicht mal 11. Also das ist schon ganz schön gut. Ich stelle jetzt einmal das Navi ein. Und wenn es mir Spaß macht... Der Golfplatz ist ja auch gar nicht so weit weg, ne? Also da könnte ich öfter hinfahren. Und ich schreibe gerade noch schnell ganz kurz mit euch hier in den Nachrichten. Es ist nämlich gerade die Abstimmung online gegangen für den bunten Beauty Award. Und gerade sind ganz, ganz viele Sachen drin. Aber ich will mich jetzt auf mich einmal konzentrieren. Auf etwas, wofür ich Spaß habe. Und etwas zu suchen, was mir so einen Ausgleich gibt. Und wenn es nur ein bisschen... Golf ist. So, Navi, Golfplatz, Anlagen. 15 Minuten. Bis gleich. Und schau mal, wie weit wir kommen. Warum bin ich denn so aufgeregt? Sag mal. Okay. Also hier, ich wollte euch das Caddy noch einmal schnell zeigen. Die Schläger sind wirklich sehr, 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 sehr gut. Aber, also, ach, auch wunderschön, ne? Das Einzige, was ich persönlich nicht ganz so schön finde, sind die kleinen rosanen Details. Und das ist auch so ein ekliges, ich glaube, es kommt in der Kamera gar nicht so rüber, das ist so ein ekliges, komisches Grün. Sieht so ein bisschen schlammig aus. Aber ich gehe mal rein, hole mal die Tokens und dann geht's los.
Ja, krass. Es ist wirklich extrem leer, gerade hier in den abgesperrten Bereichen. Das ist super, super gut. Du kannst hier auch mit Technologie dann so ein bisschen unterstützt werden. Das will ich aber gar nicht. Ich will erstmal ein bisschen wieder reinkommen, einfach ein paar Abschläge machen. Und ich habe hier wirklich echt eine tolle Stelle. Es ist ruhig, es ist nichts los. Perfekt. Ich sag's euch, ich habe 60 Bälle geschlagen. Ich habe keine Handschuhe mehr. Meine Hände sind schon ganz schön mitgenommen. Was ihr hört, sind die Flugzeuge. Der Golfplatz geht nämlich direkt auf den Flughafen Berlin. Also heute ist echt kalt, ne? Wir haben 20 Grad ungefähr. Aber es ist anstrengend. Und das Problem ist, dass ich auch nicht mehr so in der Übung bin. Ne? Ich habe gerade überlegt, es muss ungefähr 10 Jahre her sein. Ich wusste nicht mehr genau, welcher Schläger der richtige ist, wie ich den Schwung aus dem Schläger in den Ball kriege. Wenn ihr kein Golf spielt, dann nicht. Das ist wahrscheinlich nicht so air-content jetzt. Aber es macht mich so glücklich hier gerade. Ich habe schon mal geschaut, ob ich noch ein bisschen Geld habe. Ob ich noch ein paar Bälle, ja. Vielleicht hole ich mir noch mal 2 Körbe, weil das ging jetzt echt, ehrlich gesagt, mir ein bisschen zu schnell. So, ich bin wieder zu Hause. Meine Hände tun höllisch weh. Aber ich muss es noch mal sagen, das hat mich wirklich glücklich gemacht. Das hat mich wirklich sehr, sehr glücklich gemacht, niemanden zu sehen. Ich muss dazu sagen, ich weiß nicht, ob ich in dem korrekten Ort war. Also es waren ja diese Ställe. Und es gab aber noch mal einen, die waren nicht überdacht. Und da standen halt ein paar. Und unter dieser Überdachung, da war halt nur ich. Ich glaube, da konnte man mit irgendeiner Technik oder so seine Abschläge noch mal irgendwie verbessern. Aber wo kein Kläger, da kein Richter. Ich hatte richtig Spaß und ich habe echt 90 Bälle verschossen. 90 Stück. Ich musste dann beim anderen, da wollte ich dann nicht nochmal reinlaufen, habe dann einfach 4 Euro anstatt 3 Euro in den Automaten geworfen. Der hat leider nicht gewechselt, war ein bisschen ärgerlich. Aber jetzt habe ich schon mal so ein Gefühl. Ich glaube, was mich an diesen neuen Erlebnissen immer so ein bisschen hindert, ist der Schritt, das zu machen und die Angst, in einer Situation zu sein, die ich nicht überblicken kann. Und dem habe ich mich ja heute gestellt. Es war leer, die waren alle nett dort. Ich konnte ohne Probleme mir das dort erstmal anschauen und hatte einfach gleich Spaß. Das Einzige, was ich jetzt noch machen muss, das mache ich jetzt auch gleich, sind Golfhandschuhe bestellen, weil das funktioniert so nicht mehr. Ich weiß nicht mehr, wo meine sind und ich habe gerade auf der Fahrt so drüber nachgedacht, ob das etwas ist, so wie wenn ich mir ein neues Hobby suche, dann mache ich ganz, ganz viel schon dafür und dann nach 2 Wochen habe ich vielleicht keinen Bock und habe dann, weiß nicht, 200 Euro für irgendwas ausgegeben und dann liegt es halt rum. So wie meine Taschenrestaurierungsgeschichte. So, hier. Golfhandschuh, 9 Euro. Kann ich doch gleich kaufen. Das ist ja jetzt völlig in Ordnung. Ich habe auch überlegt, das gucke ich mir aber gleich nochmal an, ob ich mir vielleicht nochmal so 1-2 Stündchen nehme. Einfach um nochmal so die Technik mitzukriegen, weil ich wirklich so ein bisschen gestruggelt habe. 10,99 Euro. Jetzt kaufen. Ein bisschen gestruggelt habe mit der Technik, wie muss das Bein stehen, wie dreht sich das Bein. Das ist ja auch wirklich schon echt bestimmt 10 Jahre her und vielleicht wäre das gar nicht so schlecht, da einfach nochmal so ein kleines Feeling für zu bekommen. Gucke ich mir aber gleich mal an. Jetzt wollte ich was zu essen machen. Wir machen es diesmal einfach wieder so, weil ich das gar nicht so schlecht finde und euch hat es bisher auch nicht gestört. Ich glaube, ich drehe jetzt ein Kochvideo für Dannys Kanal. Dort findet ihr dann das ganze Video, wenn ihr wollt. Und ich packe hier in den Vlog einfach nochmal ein paar Aufnahmen mit rein oder ein paar Segmente mit rein. Nicht jetzt das ganze Rezept, aber ich glaube, das ist einfach mal ganz gut, um nicht nur den Vlog zu füllen, sondern auch einfach, um noch mehr das leckere Rezept zu machen. Es gibt heute Pasta mit Lachs, Spinat und Sahnesoße. Leider haben wir keine Tagliatelle. Ich habe auch ehrlich gesagt jetzt mit meinen kaputten Fingern nicht mehr so Lust, Pasta selber zu machen. Habe ich auch gerade schon überlegt. Ja, ich mache jetzt einfach Penne oder so. Das glaube ich auch in Ordnung. Aber zusammengefasst, ich bin sehr, sehr stolz auf mich, dass ich mich diesen... Es klingt so doof, ne? Es war ja jetzt kein mutiger Schritt, den ich da gemacht habe. Das war jetzt, ich weiß nicht, kein Bungee-Jumping oder so. Aber für mich war es ein großer Schritt, etwas alleine zu tun, etwas an einem neuen Ort zu sein, wo ich noch nie war, etwas, was ich lange nicht mehr gemacht habe. Und das lief gut und das hat mich, glaube ich, gerade so ein bisschen motiviert.
Guten Morgen und einen wunderschönen Samstag. Ne, Quatsch, Sonntag. Ihr seht das Video gleich. Ich habe einmal schnell die neue Catrice Foundation in mein Gesicht gebracht, damit ich die im Laufe des Tages schon mal testen kann. Video sollte in den nächsten Wochen online kommen, aber ich habe gute Neuigkeiten. Die ersten Produkte sind schon da und für die ersten Produkte für Studio-Updates sind schon da. Das Drehtellerchen, ich glaube, da oben seht ihr auch schon was. Wir fangen jetzt nämlich schon mal so ein bisschen an. Das Studio auszumisten, würde ich fast sagen, denn am Dienstag kommt der neue Tisch. Und wenn der Tisch da ist, dann muss er aufgebaut werden und natürlich direkt platziert werden. Und das seht ihr dann in dem nächsten Vlog. Aber ich dachte mir, wir können heute schon mal so ein bisschen anfangen. Ich brauche nur noch ein paar Schalen. Ich zeige euch mal, was ich gestern schon gemacht habe. Ich hatte leider nur grün Kabelbinder und habe erstmal diese Kabel so ein bisschen zusammengebunden, weil die hier alle auf dem Boden lagen. Und jetzt ist der Boden schon ein bisschen ordentlicher. Die Lampen und den ganzen Müll muss ich natürlich gleich noch wegmachen. Und da hinten seht ihr es auch, da ist einfach eine Foundation ausgelaufen. Aber wir können schon mal hier so ein bisschen aussortieren, denn dieses Ding hier, das habe ich bestimmt schon 5 Jahre. Und so sieht's auch aus. Ich hatte das schon ein paar Mal in der Spülmaschine, aber es ist an einigen Stellen auch schon kaputt. Und du kriegst es irgendwann nicht mehr sauber, ne? Also das Plastik hat sich komplett verfärbt. Der Spiegel, den müssen wir auch dringend sauber machen. Und deswegen schauen wir schon mal, dass wir dieses Teil hier einmal umsortiert kriegen. Und hier sind auch einige Sachen drin, die hier eigentlich gar nicht mehr rein müssen. Deswegen werden wir schon mal so ein bisschen umbauen. Ich verlinke euch diese beiden Teile mal. Gab es bei Amazon, war wirklich nicht teuer. Einmal so eine Halterung. Ich habe sie mir ehrlich gesagt ein bisschen tiefer vorgestellt. Pinsel können zwar rein, aber halt nur in die Mitte. Das ist okay. Und außenrum wollte ich eigentlich was anderes machen. Muss ich mir gleich mal anschauen. Es dreht sich. Und das sortieren wir gleich ein. Und natürlich hier dieses Konstrukt. Die sind sehr, sehr praktisch. Kannst du auch drehen. So, warte mal, ich muss hier erstmal Platz machen. Das ist so chaotisch hier. Ich freue mich riesig auf den Tisch. Es gibt mir wirklich seit ein paar Tagen echt Motivation. Ich hole das Ding mal vor. Oh, ist das so schwer? Nee, kann ich nicht vorholen. Wir sortieren es jetzt erstmal ein. Ich muss mal gucken, weil ich hier verschiedene Höhen drin habe, dass ich hier ein paar Sachen reinstelle, hier sind eh nur Dinge drin, die ich immer drin habe. Aber dass es auch von den Höhen her funktioniert. Ein paar Foundations. So könnt ihr es ein bisschen besser sehen. Ihr könnt jetzt mein Gesicht leider nicht sehen. Ein paar Foundations kommen hier einmal schon mal rein. 1, 2. Die liebe ich im Moment sehr hier, diese Sensei Foundation. Den brauche ich nicht so oft hier, deswegen kann der ein bisschen nach hinten. Oh, die passt sogar auch mit rein. Das war bei der anderen so ein bisschen schwierig, weil das da nicht alles reingepasst hat. BB Cover. Mache ich mal hier oben hin. Und irgendwann, jetzt räume ich es natürlich ein, irgendwann sind auch die Foundations, die ich am meisten benutze, natürlich vorne. Die brauche ich ja eigentlich gar nicht. Die benutze ich gar nicht mehr. Die bei Terry Foundations. Erinnert ihr euch noch hier dran? Das ist von Trend It Up aus dem Adventskalender vor 2 Jahren gewesen. Dieser Duft. Den liebe ich sehr. Das ist immer noch mein Sample, deswegen bleibt das hier stehen. Hier habe ich einen Blush von Chanel, greife ich eigentlich auch nicht so oft zu, aber wir lassen den mal stehen. Primer benutze ich eigentlich auch nicht, kann auch weg. Das Fixing Spray von Elf liebe ich sehr. Stick Foundation von Charlotte Tilbury greife ich tatsächlich doch recht häufig zu, muss ich sagen. Hier haben wir ein bisschen mehr Platz für Fixing Sprays. Hier ist noch das von Urban Decay. Mache ich mal eine Fixing Spray-Ecke. So. Fixing Spray Charlotte Tilbury. Das sind wirklich die Dinge, die ich fast täglich benutze irgendwie. Primer. Stelle ich mal hin. Und ein Pinselreiniger. Den packe ich mal hier mit dazu. Mein Primer, den stelle ich mal hier oben mit rein, weil den benutze ich natürlich oft. Die mag ich im Moment auch ganz gerne von Revolution. Deswegen lasse ich auch die einmal noch hier. Yipoda Foundation. Huda Beauty Puder. Und Coty Airspun Powder. Da könnte ich eigentlich hier noch eine Etage reinmachen. Ich habe, glaube ich, noch eine. Sekunde. Ja, hier ist tatsächlich noch eine. Die mache ich mal auf diese Höhe hier. Und dann sind hier so Ringe mit dabei, wo man das fixieren kann. So, Puder. Und dann ist das Ding eigentlich schon fast leer. Machen wir mal hier eine Typology-Ecke hin. Lippenöl. Die Typology Foundations. Grüne Color Corrector von denen. Sehr, sehr gut. Und die Bronzing Drops. Eine Typology-Ecke. Und das hier auch nicht. Eine Parfumprobe. Ja, komm. Retinol muss hier nicht stehen. Benutze ich nicht vor meinem Make-up. Hier habe ich noch eine Hydra Skin Maske von Darphin. Die kann jetzt weg.
Das Ding ist leer. Ich habe tatsächlich echt noch Platz. Da kann ich jetzt mal hier so ein paar Sachen reinstellen, die hier sonst immer nur so dusselig rumstehen. Eine Kerze, warum steht hier eine Kerze? Aber es sieht natürlich schon deutlich, deutlich ordentlicher aus, ne, wenn das alles clean ist und sauber ist. Aufgrund der Gewichtsverteilung dreht sich das jetzt erstmal so ein bisschen in die eine Richtung, aber da kommen natürlich noch ein paar Sachen rein. Ich kann jetzt hier das Parfum hier nochmal reinstellen, wobei auch das muss hier nicht stehen. Das hier könnte hier mit rein. Und vielleicht das hier. Und dann haben wir ja noch hier dieses Drehding für die Pinsel. Ich packe die da jetzt erstmal rein. Die ich am meisten benutze. Die beiden noch. Eins, zwei. Mehr passt nicht rein. So, und jetzt habe ich halt noch das hier. Da sind eigentlich Lip Liner, Eyeliner, Pinsel drin. Eine Wimperntusche muss hier nicht mit drin sein. Aber es wäre vielleicht gar nicht so schlecht, hier mal ein paar Wimperntuschen mit reinzumachen. Weil ich... Nee, weiß ich nicht. Ich gucke mal, ob ich hier die Lip Liner sortiert kriege. Da greife ich tatsächlich recht oft hin. Gerade so zwischen Videos oder so. Wenn ich mich nicht entscheiden kann, dann habe ich hier immer mal eine kleine Auswahl an Lip Linern, die ich eigentlich ganz gerne mag. Eyeliner. Das ist auch ein Lip Liner. Weil das Ding war auch wirklich gar nicht stabil. Aber da bin ich ehrlich gesagt jetzt auch zu voll, die auszusortieren, weil ich die wirklich echt regelmäßig benutze. Und hier ist noch eine. Okay. Ich werde jetzt hier gleich mal die Schränke so ein bisschen aussortieren. Wobei, ist da was? Das machen wir im nächsten Vlog. Und auch da seht ihr nochmal, wie das Ganze aussieht. Es sieht, ich weiß noch nicht, ob mir das gefällt. Ich finde, das sieht jetzt sehr unordentlich aus. Ich glaube, es ist einfach viel zu viel drin. Aber ich glaube, das wird sich in den nächsten Tagen zeigen. Ich habe mich halt hierfür entschieden, weil der Tisch auch genau dieses Riffelmuster hat und goldene Griffe. Mal gucken, ob mir das gefällt. Da muss ich die nächsten Tage nochmal schauen. Und ich sehe jetzt gerade auch hier die Foundation. Ich habe die jetzt vielleicht eine Stunde drauf. Weiß ich nicht, ob ich die mag. So, und dann ist natürlich im nächsten Vlog auch hier natürlich dringend ein Aussortieren nötig. Das machen wir aber beim nächsten Video, denn ich glaube, da haben wir noch ein bisschen Zeit für. Hier ist es dann einfach, es muss halt jetzt einfach alles endlich mal aussortiert werden. Ne? Ich meine, schaut euch das an. Das sind halt so Sachen, da habe ich einfach keinen Bock und dann lasse ich es einfach da liegen. So, sieht schon ganz gut aus da drüben. Ich werde da gleich jetzt weitermachen. Ich habe nämlich heute ein bisschen Zeit dafür. Ich wollte nachher mit Daniel nochmal eine Runde laufen gehen. Ich muss das jetzt hier auch wegräumen. Ich habe von Diana, die hat mir ihre Parfums geschickt. Love it. Also, Addictive Vanilla, Favorite. Liebe ich sehr. Hier ist das Haarparfum. Seductive Night, mag ich auch sehr gerne. Ich weiß nicht, ich finde diese Haarparfums... Die sind halt auch als Raumspray so super, super gut. Räume ich jetzt gleich mal weg. Ich muss immer langsam meinen Parfumschrank aussortieren. Aber ich habe in den letzten Wochen einiges so ein bisschen schleifen lassen, was die Organisation angeht. Ich hasse halt Unordnung. Ich hasse das wirklich. Mich macht das immer so unruhig. Und wenn es mir schlecht geht, räume ich auf. Wenn es mir gut geht, räume ich nicht auf. Und dann geht es mir schlecht, weil ich nicht aufgeräumt habe. So, ich werde jetzt drüben gleich mal ein bisschen weitermachen. Den Vlog will ich jetzt ja auch noch schnell fertig machen. Die Woche war recht ruhig, muss ich sagen. Aber es wird sich in den nächsten Wochen einiges dann verändern. Wir fahren ja dann bald nach Düsseldorf für den Bunte Beauty Award. Da fahre ich mit meiner Mama hin. Und dann geht's ja auch schon ganz bald in den Urlaub. Dann bin ich nochmal 4 Tage lang in Amsterdam. Boah, weiß ich auch noch nicht, wie ich das schaffen soll, aber das wird. Ich freue mich ganz doll. Ich wünsche euch einen wunderschönen Sonntag. Denkt gerne an die Abstimmung unten. Und vielleicht ist hier nächste Woche ja noch ein bisschen mehr los. Wir kriegen Montag Besuch. Einen Tag wollte ich zum Golfen nochmal fahren. Ich habe jetzt meinen Golfhandschuh, der ist gekommen. Der ist richtig, richtig cool geworden. Also cool geworden. Das ist ein Golfhandschuh. Aber ich will wieder golfen gehen. Aber ich habe so einen Muskelkater gehabt. Das kannst du keinem erzählen. Kannst du keinem erzählen, wie Muskelkater ich hier in den Armen habe und in den Beinen. Nun gut. Ich wünsche euch einen zauberhaften Sonntag, ihr süßen Mäuse. Wir sehen uns hier nächste Woche wieder. Tschüss.